Hallo Leute, herzlich willkommen zu Warcraft 3. Es ist doch noch geschehen. Hallo, es gab leider noch Schwierigkeiten. Aber jetzt kann es losgehen. Herzlich willkommen im Hengi-Hauptquartier. Wir spielen heute Warcraft 3. Ich werde mich mal erstens ein bisschen in die Ladder stürzen und ein bisschen online zocken gegen so ein paar andere Leute, die Bock haben. Und es wird einen exklusiven Gast geben, denn es gibt ein paar Gestalten, möchte ich sagen. Ein paar Gestalten mit fragwürdig modischem Sinn, möchte ich jetzt mal anteasen. Die behaupten, sie könnten auch ganz gut Warcraft spielen. Unter anderem nämlich aktueller Westenträger Marco Giesling. Hat mich herausgefordert bei Warcraft 3. Gegen den werde ich heute auch noch spielen. Aber erstmal, um so ein bisschen reinzukommen, spiele ich ein paar Spiele im Ladder. Ich weiß nicht, wie viel ihr von Warcraft 3 kennt oder nicht. Ich werde nebenbei immer so ein bisschen hier und da was erklären. Aber ich glaube, das meiste sollte eigentlich bekannt sein. Spätestens nach der fantastischen Rage of Empires Folge, in der ich Warcraft 3 vorgestellt habe. Ja, ich habe Bock. Ich habe richtig Bock. Ich habe ewig nicht mehr gespielt. Ich habe gerade schon mal reingesprochen, ich habe richtig Bock drauf. Es ist super komplex. Ich glaube, ich habe noch so eine grobe Ahnung, was los ist, aber nicht mehr so ganz drin. Von daher bin ich mal gespannt, wie es läuft. Ich habe mir einen komplett neuen Account erstellt im Battle.net. Ich bin auf Level 1. Das heißt, ich werde die größten Noobs als Gegner bekommen, um da vielleicht hier und da mal eine Chance zu bekommen. Auf jeden Fall wird es geil, auf jeden Fall. Und später werde ich auch noch Marco fertig machen. Also, was will man eigentlich mehr? Freunde. So, es kann direkt losgehen. Ich bin bereit und wir suchen direkt mal nach einem Spiel hier in der Ladder. Im guten alten Battle.net. Und das Geilste, was ich finde beim Battle.net, ist, dass während man aufs Spiel wartet, man sich noch die News von 2014 durchlesen kann. Und man genau sieht, ab 2014 hat Blizzard gesagt, wisst ihr was? Scheiß drauf. Und das ist das Geile hier, man kann noch zurückscrollen in die Vergangenheit. 2003, die erste News-Nachricht. Vielen Dank, dass Sie sich Warcraft 3 The Frozen Throne gekauft haben. 2003! 2003, da war ich 12 Jahre alt, als The Frozen Throne rausgekommen ist. Unfassbar. Ich werde auch einen Blick auf den Chat haben. Ich habe hier einen großen Chat offen. Falls ihr Fragen habt oder sowas in der Richtung oder Hinweise, okay, es geht los. Alles klar, wir spielen gegen ein Level 2 Undead. Okay. Was? Also falls ihr schon mal Tipps habt für Undead, könnt ihr mir gerne geben. Alles ganz wichtig natürlich ist immer höflich bleiben. Immer höflich bleiben, das lieben die Leute. So, ich werde erstmal ganz klassisch spielen. Ihr kennt mich. Wer mich kennt, weiß, dass wenn ich eins bin, dann beständig. Das heißt, wenn ich irgendwas spiele, dann spiele ich immer dasselbe. Solange bis ich es kann. Solange bis ich jeden damit fertig mache und dann kann man ja immer noch switchen. Das heißt, ganz klassisch Warcraft 3, wer es nicht kennt, klassisches Echtzeitstrategiespiel. Wichtig sind die Helden, die man im Laufe des Spiels baut, die dann Erfahrungspunkte und Gold sammeln und sich Items kaufen können und dadurch immer besser werden. 5 Leute auf der Mine. Das ist die erste Herausforderung, ist rauszufinden, wie viele Leute gerade in der Mine sind. Es ist nicht ganz leicht. Sind es jetzt 4 oder 5? Ich glaube, es sind 5. Die Regel ist, wenn man 4 sieht, sind es 5. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, ehrlich gesagt. Es könnten auch mehr sein. So, Sekunde. Also, ich glaube, es sind 5. Sind es 5? Oh, ich bin da so unsicher darin. Es könnten auch 4 sein, Freunde. Es könnten auch 4 sein. Warte mal, ich mache mal das den Test. Weil man merkt wenig, wenn es zu wenig sind. Wenn es zu viel sind. Ja, jetzt sind es zu viel. Ja, weil da muss immer einer warten. Es waren schon 5. Aber das ist die erste Herausforderung in der Karriere eines Warcraft 3-Spielers. Bis 5 zählen. Das ist schon mal ganz wichtig. Und ansonsten werden wir sofort anfangen zu creepen. Weil wir wollen ja schnell geile Items bekommen. So, wir spielen gegen Untot, das heißt, starke Helden, relativ oft bauen die Lufteinheiten, wir gucken mal, was da kommt. Und ich bin eigentlich guter Dinge, so, jetzt muss gleich mein Held kommen. Wunderbar. Was auch immer. Ja. Ihr braucht meine Hilfe? In den Raum! Arbeitet voll dran. Ups, Scheiße, war falsch. Hotkey. So, das große Problem ist, ich habe die Build Order nicht mehr so ganz drin. Ich weiß nicht mehr genau, welche Gebäude man wann und wie baut. Deswegen ist das jetzt alles so ein bisschen Spekulation. Ah, okay. Ein Ring des Schutzes ist schon mal ganz gut.
in den Kampf. Auf der anderen Seite, wir spielen ja auch gegen einen Level 2 Spieler, also es könnte auch sein, dass hier gar nicht so viel gibt. Oh, da ist er! Da ist er! Da ist er wieder, Digga! Ja, mein Letzter. Was ist das diesmal? Der will direkt Stress. Für den Ruhm! Bam! In den Kampf! Bam! So, meine Surround Skills sollten eigentlich noch online sein seit 2003. Okay, da hat er mir direkt. Ihr braucht meine Hilfe. Will direkt Stress mit diesen Skeletten hier, die super krass sind. Bauen einfach mal Zeug nach! Surround! Surround! Oh fuck! Holy crap, das war knapp! Alter, das war meine Ansage so. Der weiß schon mal, okay, der hat es hier mit einem mindestens Level 3 Spieler zu tun. Wir creepen weiter. Gut, das heißt, er will direkt Stress machen von Anfang an. Ist okay, ist okay. Alter, ich hab Bock auf Stress. Ich creep erstmal. Alles gut. Okay, wir haben keinen Mana für so einen Blaukollegen. So. Okay, das war jetzt natürlich denkbar ungünstigste Timing. Ah, shit. Ja, gut, okay, das ist schlecht. Der will direkt Stress von Anfang an. Von der ersten Sekunde. Guck mal. Wie wir das machen mit seinen scheiß Skeletten, die nicht mal viel kosten, sondern nur so ein Item aus seinem Shop sind. Das heißt, das ist eigentlich nicht so gut. Okay. Aber eins nach dem anderen. Ups, den wollen wir natürlich nicht. Was ist? Hier machen wir auf jeden Fall die Lücke zu. Und dann wollen wir weiter creepen. Und ich baue einfach mal. In weiser Voraussicht mache ich das, was man als Menschenspieler eigentlich immer machen sollte. Wenn du ein. Oh, hier ist noch was los. Erstmal Türme bauen. So, jetzt sind wir gleich in Tech 2. Tech 2 ist für mich immer so ein bisschen die Ratlosigkeits-Tech, wo ich nicht genau weiß, was ich bauen soll. Wir haben von ihm jetzt gesehen eigentlich nur Ghule und Death Knight, also sehr erwartbar. Kann natürlich sein, dass da Gargoyles jetzt im Hintergrund kommen. So. Arbeit ist vollbracht. Warum? Ich hab den fucking Hotkey nicht gelegt. Oh nein. Ja, mein Lord. Oh nein, der passt da durch und du passt da nicht durch. Ach du Scheiße. Ach du heilige Makrele. Oh, der will mich surrounden. Oh, shit. Ah, komm, bau doch, du Lappen. Okay. Alles gut, warum baut der nicht? Es ist mehr Holz. Wo ist mein Holz? Ach, fuck. Oh, ich hab die hier hinten nicht gesehen. Oh, ich bin so doof. Oh, das fängt schon wieder nicht gut an hier. Das fängt schon wieder überhaupt nicht gut an hier. Alles das. Okay. So, wir sind gleich Tech 2. Okay, das ist jetzt nicht ideal. Aber hier ist er. Hier ist mein Turm. Wo sind meine ganzen Holzarbeiter hin? Okay, stopp, Hilfe. Einsatzbereit. Was ist das diesmal? Okay. Ja, jetzt können wir den noch 50. Meine Herren, ey. Befehle? Ihr braucht meine Hilfe? So, der ist auch ein bisschen angeschlagen. Ich habe hier ultra viel Gold, was ein super schlechtes Zeichen ist. Macht schon. So, er baut Ghule. Was ist gut gegen Ghule? Eigentlich alles, ne? Ghule sind nicht so gut. Was ist? Ah, das ist natürlich auch. Ah, fuck, ich hab das nicht gemerkt. Das klassische Age of Empires Phänomen, so du machst irgendwas und derweil hast du so einen Husan in deiner Base, der alles kaputt macht. Bereit zur Arbeit. Aber ich glaube, mit dem Bau dieses Turms hier sollte das eigentlich auch gar nicht gehen. So, ganz wichtig, wenn du unter Druck bist, nicht passiv werden, sondern weitermachen. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So, okay, wir brauchen Holz, cool. Shit. Ja, mein Lord. Nicht so gut. Naja, alles im Rahmen. Ich guck mal kurz nach einem Tipp im Chat. Schmiede und Snipers, schreibt jemand. Das ist doch schon mal gut. Das ist ein Tipp, den ich dankend annehme. Ich habe aber gerade gar kein Holz. Also ich weiß gar nicht, ob ich mir das leisten kann. Deswegen, aber Items sind okay bis jetzt. So. Ja, das stimmt schon, Snipers wären gut. Aber ich habe halt gerade überhaupt kein Holz, weil ich einfach dumm bin und das übersehen habe.
Ihr braucht meine Hilfe? Ach ja. Ich weiß genau, dass Marco das sieht. Ich weiß genau, dass Marco das sieht und sich denkt, der ist ja nicht so gut. Aber jetzt kaufe ich mir hier. Oh nein. Also ihr seht schon, einige. Warum? Das wurde nicht gebaut, Kollege. Das ist aber auch nicht mein Fehler. Okay, hier geht gerade einiges drauf. Bereit zur Arbeit. Nun macht schon. Ja. Das wird alles nicht gebaut. Jetzt haben wir genug Holz für den Paladin, aber keinen Turm. Und der hat auch aufgehört! War dann schon wieder so gedöns in meiner Base, oder was? Bereit zur Arbeit. Errichtet mehr Hilfe. Ja. Oh, Ring der Regeneration. Das ist sehr gut. Erhöht die Lebenspunkte-Regeneration meines Helden. Nun macht schon. Was gut ist. Aber momentan ist er sehr passiv, der Gute. Also, jetzt haben wir erstmal Holz. Was wollte ich mit Holz machen? Ja, mein Lord. Ah ja, eine Schmiede. Schmiede. Und wir können ja, natürlich jetzt auch unser T2-Gebäude bauen. Ich baue mal das Arkane Sanctum. Und dann sollte. So, die Frage ist: Geht er auf Spinnen? Weil gegen Spinnen ist nämlich diese Defend-Verteidigung der Footman sehr gut. Aber es ist natürlich ein bisschen gepokert. Da haben wir irgendwo ein Goblin-Labor, dann könnten wir es scannen. Wer kämpft da? What? Hä, was ist jetzt passiert? Einsatzbereit. Befehle? Warum hat der nicht angefangen? Okay, Leute, ihr seht, es ist alles noch ein bisschen konfus. Aber ich krieg das hin. Cool. Komm, der ist Level 2. Das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Das kriege ich hin, sonst kaufe ich mir so ein Dude. Ganz kaum erwarten. Ja. Klassischer Trick. Ganz klassischer Trick. Erstmal den Disconnect vortäuschen. So, jetzt kaufe ich mir hier so einen Kollegen. Nun macht schon. Und? Der ist nämlich ganz geil. Der kann nämlich auch dispellen. Damit kann man beschworene Einheiten zerstören. Zum Beispiel seine Skelette. Ja, mein Lenzer. Okay. Macht schon. So, Paladin auf dem Weg. Ich prophezeie, Paladin steckt hier irgendwo fest. Der wird hier feststecken und kommt nicht mehr raus. Was ist es diesmal? Das ist nämlich das zweite Problem bei Warcraft. Erstens bis 5 zählen. Und zweitens nicht feststecken. So, und wir gucken mal, ob ich recht hatte. Nope. Was ist es diesmal? Wir bauen jetzt mir ein bisschen um. Was verlangt ihr von mir? Okay. Und? Lasst mich der Gefahr trotzen. Ich würde sagen, wir creepen noch das und dann gucken wir. Okay, kein Hotkey für Sniper, das ist ganz schlecht. So, er ist sehr passiv, er macht gar nichts, ne? Das, ich verstehe nicht, warum die Gebäude nicht gebaut werden, aber das kann gut sein, dass jetzt mit einer Menge Gargoyles kommt. Lasst mich der Gefahr. Deswegen baue ich jetzt schon mal in weiser Voraussicht. Es ist mehr Gold erforderlich. Baue ich schon mal vor und ich habe ja eigentlich was. Verlangt ihr von mir? Lasst mich der Gefahr trotzen diesmal. Nun macht schon. Auf euren Befehl. Und? Wo ist mein... wo ist der Schamane? Ich mach's. Was verlangt ihr von mir? Oh, okay, jetzt kommt er. What? Oh, okay. Oh, fuck, er hat die Destroyer. Oh, shit. Okay, das ist gar nicht gut. Ah, das ist überhaupt nicht gut. Ja, damit hätte ich rechnen können. Damit habe ich auch halb gerechnet. Aber ich habe... mir nicht selbst nicht geglaubt. Ich habe keine Angst. Kennt ihr das, wenn man zu klug ist? Okay, aber das sind alles gute Items. Ich habe keine Angst. Was wir brauchen, ist Glück. Was braucht ihr? Was verlangt ihr von meine Hilfe? Ich weiß nicht, warum er nicht angreift. Er hätte eigentlich sehr gute Chancen. Es ist mehr Gold erforderlich. Mir nicht ganz klar, warum er das nicht tut. Was ist es? Okay, jetzt. Auf euren Befehl. Kampf. Abgeschlossen. Okay. Lasst mich der Gefahr trotzen. Okay. Oh, das war. Da hat er jetzt noch Creeps mit ihm gehabt. Will ich hier kämpfen eigentlich? Oh shit. Okay. Kampf. Was ist es diesmal? Kampf. Wen wollt ihr? Lasst mich der Gefahr trotzen. Was braucht ihr? Auf euren Befehl. Schon. Und? Okay, hier wird gekämpft. Oh, ich habe nichts gegen die. Oh nein!
Okay. Okay, das ist alles suboptimal. Ja, ich habe nicht viel gegen seine Destroyer. Die ja auch noch meisterlich microt. Komm, bring ihn um. Bring ihn um. Okay. Ja, der will den Keulen wahrscheinlich. Der will meinen Paladin jetzt keulen. Ich baue wieder nicht nach. Das ist ganz schlecht. Okay, das ist alles nicht so geil. Ah, das ist wirklich gar nicht gut. Riesiges Problem bei mir ist, dass ich während Kämpfen nicht nachbaue. Was baue ich denn hier? Das ist eigentlich alles egal. Die sind ja alle zu stark. Können nicht gefokust werden. Okay. Ich habe keine Angst. Ich glaube, das war's schon, ehrlich gesagt, Freunde. Ich glaube, das war's schon. Lasst mich der Gefahr trotzen. Fuck you, okay, das war's. Okay, Freunde, nicht so erfolgreich. Erstes Spiel, okay. Fuck. Ja, klar. Ich habe nicht gescoutet, was er macht. Ich habe null gescoutet, was er macht. Gar nicht. Er hätte eine Echse haben können. Er hat seine fucking Destroyer gebaut, habe ich nicht gesehen. Haut mal ein paar kurze Tipps raus, bitte. Wie ich jetzt im nächsten Spiel besser sein kann. Ah. Ja, ich hätte Sniper früher bauen sollen. Mein Holz war natürlich komplett beschissen, weil ich auch einfach nicht gecheckt habe, dass er das früher ab früher kaputt gemacht hat. Jetzt muss ich mal ganz kurz nochmal in die Hotkeys schauen. Und das wird jetzt wahrscheinlich ein unüberwindbares Problem für mich. Oh, ich raff's nicht, Leute. Sorry, ich raff Windows einfach nicht. Tut mir leid. Weniger Footman, mehr T2. Okay, ist ein guter Punkt. Ich hätte früher T2 gehen sollen. Glaub, als Human ist Fast Exe mittlerweile Standard, oder? Mag sein. Fast Exe wäre vielleicht ganz gut gewesen. Weniger verkacken. Tower gegen Summons. Ja, Tower habe. Da habe ich leider meinen Hotkey nicht. Da dachte ich, den hätte ich viel früher gebaut. Wie kannst du erklären, wieso du was machst, wenn du das hinbekommst? Okay, ich probier's. Milizen nutzen, um früh eine Goldmine zu clearen. Okay, Fast Exe. Fast Exe traue ich mir gar nicht so sehr zu. Aber könnte ich auch mal probieren. Ansonsten. Ja, krieg ich hin, Freunde. Komm, erstes Spiel. Ich habe ein bisschen Mouse-Delay. Es gibt noch ein paar andere Ausreden. Ansonsten gucken wir mal ein bisschen runter, was damals in 2003 so passiert ist. Also guckt euch an. Hier, 2003, 23. Juli. Achtung! Selbst erstellte Karten mit geänderter Fähigkeitendaten, die vor Patch 1.1 erstellt wurden, werden nicht mehr geladen. Das war damals los, 2003. Manchmal sind die News auch auf... Okay. Nachtelf 8 auf Schildkrötenfels. Schildkrötenfels. Jetzt habe ich die Kamera so bewegt, das will ich ja nicht... Okay, Freunde, Schildkrötenfels. Heißt, ich probiere jetzt mal eine Fast-Exe. Weil 4-Spieler-Map... Also Fast Exe bedeutet, dass man sich früh im Spiel schon eine zweite Goldmine sichert. Weil aus einer Goldmine kommt Gold. Und wenn man 2 Goldminen hat, dann hat man doppelt so viel Gold. Und kann mehr Einheiten bauen. Aber man muss die erstmal erobern. Ich hoffe jetzt aber, dass auf einer so großen Map er vielleicht mich nicht direkt findet und ich weiß, wo ich bin. Und deswegen, komm, also hier, das ist die zweite Goldmine hier, die ich mir holen könnte, die direkt bei meinem Lager ist. Da sind eine Menge Schildkröten unterwegs. Ups, und ich weiß nicht warum, aber diese Schildkröten sind absolute Arschlöcher. Was ist? So, das sind 5 jetzt, ich habe mitgezählt. Ja, mein Lord. Ich weiß nicht warum, aber diese Schildkröten sind krass. Es gibt ja so verschiedene Systeme, wie, wann welche Einheiten welche anderen Einheiten angreifen. Also da gibt es irgend so ein Agro-System. Aber die Schildkröten greifen immer die Einheit an, ist zumindest meine Theorie, die am wenigsten Lebenspunkte hat. Das heißt, die snipen dir deine verwundeten Einheiten raus, wie ein guter Spieler. Das machen aber nur die Schildkröten. Alle anderen Creeps, sprich neutrale Einheiten auf der Karte, die man für Gold und Erfahrungspunkte töten kann, machen das nicht. Das heißt, diese Schildkröten sind Arschlöcher, aber ich nehme es mit ihnen auf. Gut, wir wollen eine Fast Exe spielen. Das heißt, die Menschen haben als Volk den Bonus, dass sie ihre... Es ist mehr Gold erforderlich.
dass sie ihre Dorfbewohner sozusagen in kurzfristige Kampfeinheiten verwandeln können, die besser kämpfen, als sie als Dorfbewohner kämpfen können. Das heißt, ich kann als Mensch schon recht früh mit einigen davon kämpfen. So, wir nehmen mal die 4, die legen wir mal auf die 1. Dass wenn die Zeit kommt... Oh, die Zeit ist schon da. Oh, nein! Fuck. Nein, er hat mich gefunden. Shit. Und? Fuck. Okay, los, Leute. Was ist? Ah, jetzt stehen die hier rum. Das ist eitel. Das ist alles nicht geil, Freunde. So. Okay, komm mal, das kriegen wir noch hin. Go, ja, kommt der! Fuck, scheiße, genau das nicht. Soll ich es jetzt noch machen oder nicht? Fuck it! Fuck it! Da ist er, der Lappen hier. Da ist er, was will er denn? Da ist er wieder, Digga! Shit, jetzt ist direkt mein blauer Kollege gestorben. Ah, das ist richtig scheiße. Das ist richtig beschissen. Das ist richtig scheiße, Mann! Die Schildkröten... Ah. Guck dir diese scheiß Schildkröten an, wie lame die sind. Wie lame die sind. Oh nein. Das ist alles ganz schlecht. Das ist alles ganz, ganz schlecht. Ah, das ist alles super schlecht. Das ist alles richtig schlecht. Krieg ich den noch getötet? Ich meine, wie so... Oh, komm! Stirb! Yes! Okay, das dreht alles wieder um, Freunde. Okay, jetzt ist alles wieder gut. Okay. Jetzt habe ich es nur noch mit den Schildkröten zu tun. Auf geht's, Leute. Da sind sie. Tu es. Okay. Das war mega der Fehler von ihm. Nein! Nicht die Schildkröten! Hau ab! Was ist los? Hör auf! Ist das dein fucking Ernst? Oh Gott. Ey, wenn der jetzt kommt... Ja, gut. Soll ich es versuchen überhaupt? Diese Schildkröte ist zu krass und jetzt kommt sein Kollege hier an die Laufen. Und ich habe keinen Mana. Doch, jetzt habe ich Mana. Alter, ist das ein Nervenkitzel. So. Okay, das wird er jetzt wahrscheinlich schon so mitkriegen, ne, dass ich das hier probiere. So, wir bauen schon mal Türen, ne? Oh, da ist er! Ah, da ist er wieder, Digga! Okay. Ah, shit. Ah, nein. Oh, und diese Dreckschildkröte, Mann. Die ist fast noch schlimmer. Boah, ja, das ist ultra beschissen. Stirb! Zumindest die Schildkröte! Nein, jetzt klaut er mir dein Zeug! Oh nein! Oh Gott! Was ist das diesmal? Oh nein! Ich hab keinen Dorfbewohner mehr! Ah, okay, forget it, Leute! Unsere Stadt. Nee, das war nichts! Aber ey, was soll man da machen? Was soll man machen? Fast Echse und dann erwischt er dich. Okay, dann gehen wir jetzt in die Werbung. Und nach der Werbung spiele ich gegen Marco. Und dann habe ich endlich mal einen Gegner, den ich einfach so fertig machen kann. Wir sind gleich nach der Werbung wieder da. So, Freunde, Marco antwortet mir nicht, obwohl wir 16 Uhr gesagt haben, aber er antwortet mir nicht. Gut, der wird wahrscheinlich gleich kommen, dann spielen wir noch ein Ladder-Spiel. Oh, das ist natürlich schlecht. Das ist alles geheim, gerne. Gut, ich halte mein Auge drauf, er hat zu 16 Uhr zugesagt. Wahrscheinlich muss er sich noch irgendwie einen Guide durchlesen oder sowas in der Richtung. Ja. Also Leute haben gesagt, auf Schildkröten-Map keine Fast-Exe spielen, weil die Schildkröten einfach Bastarde sind, muss man auch einfach mal sagen an der Stelle. Und er hatte mich einfach früh gescoutet. Da ist halt die Frage so, wenn er mich scoutet, soll ich dann einfach direkt die Fast-Exe aufgeben oder wenn zumindest sein Kollege kommt? Das ist immer die Frage, ne? Wenn man sich da committet auf Fast-Exe, soll man es dann durchziehen, aber eigentlich kriegt man es nicht hin, weil am Ende dann klaut er dir die Items, klaut er dir den Creep, alles nicht so geil. Okay, 8 Mensch! Okay, es wird nicht leichter, Freunde. Okay, wir probieren jetzt mal eine Fast-Exe. Mensch, beide Fast-Exe wahrscheinlich. Was? Aber ist okay. Ja, mein Lord. Dip. So. Bereit zur Arbeit.
Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Na gut. So. Scout aber auch früh. Wiesenwogen 10 von 10. Was? So, jetzt nochmal die Frage. Wie viele sind das jetzt? Das sind 4, ne? 4. Jetzt ist einer dazugekommen. Jetzt müssen es... Jetzt sind es immer noch 4. Das sind 4, oder bin ich blöd? Was? 4. So, also einer noch. Bereit. So, jetzt sind es 5. Gut. So. So, früh scouten meinten hier Leute in der, im Chat. Was ist? Das mache ich auch. Arbeit ist vollbracht, Lord. Bereit. So, aber die Frage ist jetzt, welche Echse nimmt man, ne? Die hier unten oder die oben? Ich glaube, man nimmt in der Regel die da oben. So. Gut, wir probieren es nochmal. Die Frage ist, wie früh scouten wir? Eigentlich brauche ich ja auch viele Leute für... Okay, wir scouten jetzt mal. Na gut. Ja, mein Lord. Okay. Bereit zur Arbeit. Na, gucken. Vielleicht schaffen wir es diesmal. Es ist mehr Gold erforderlich. Nee. Nee? Nee. Arbeit nee? Ist so. Vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Brauchen wir jetzt eigentlich direkt einen neuen Hof? Ich glaube gar nicht unbedingt, aber ich baue lieber mal einen, sonst ist in dem ganzen Expansionsgekröse kriege ich das wieder nicht hin. Dem hatte ich eigentlich eine Steuergrube gegeben. Was? So, wir brauchen Leute, wir brauchen Leute. Es ist mehr Gold erforderlich. Oh, da ist er. Da ist er. Oh, er hat schon einen Kollegen. So, jetzt versuche ich zu scouten, welchen Helden er hat. Ah, er hat einen Paladin. GG. Aber eigentlich weiß er jetzt auch, wo ich bin, ne? Oh, jetzt habe ich die Kollegen... Ah, shit, jetzt habe ich die wieder vergessen. Okay, go, go, go. Ja, mein schnell. Lord. Richtig. Sag das Zauberwort. Was braucht ihr? Alles noch im Rahmen, Freunde. Einsatzbereit. Errichtet Arbeit ist vollbracht. Nun macht schon. Befehle? Ja. Was ist es diesmal? Was? Ja, mein Lord. Und? Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ganz kaum erwartet. Was ist? Go, go, go! Ja, mein Linzer. Los, Freunde. Schneller. Perfekt. Oh, ich habe schon wieder so viel Gold. Ich hätte wieder mehr bauen können. Ja, habe ich aber nicht gemacht. Warum mache ich das nicht? Warum greife ich nicht meinen Blaumann an? Ey, das sieht gut aus. Aber ich habe zu viel wenig Holz. Weil ich wenigstens gebaut habe, ich Trottel. Sieht okay aus. Yes. Und ein gutes Item. Nun macht schon. Freunde, das wird gut laufen. So, wir haben nicht genug für eine Town Hall, deswegen bauen wir jetzt einfach mal. Ja, mein Lord. Ich kann hier nicht bauen. Warum kannst du da nicht bauen? Okay. Was ist es diesmal? Okay. Weiter creepen. Bereit zur Arbeit. In der Zwischenzeit brauchen wir noch einen Shop. Ich geh dann mal. Nun macht schon. Ein Level. Hier bauen wir auch noch mal. Was ist es diesmal? Und wir brauchen. Ja, mein Lord. Ich kann hier nicht bauen. Nun macht schon. Arbeit ist vollbracht. Ach nee, ich bin auch doof. Eigentlich, ich kann ja gar keine Wachtürme bauen, was ist? Wenn ich keine Säge mehr habe. Was? Einsatzbereit. Na gut. Was ist es diesmal? Okay, also. Ach Gott, bin ich schlecht. Was will er hier? Was ist es diesmal? Sag das Zauberwort. Und? Was ist es diesmal? Will er kämpfen oder was? Mox Feng. Ihr braucht meine Hilfe? Okay, mach mal einen, damit ich jetzt zumindest irgendeine Verteidigung hab. Wow, mehr Worker für dein Holz. Okay, gut, die schreiben mir Leute in-game. Okay, jetzt wird's krass, Leute. Jetzt wird gekämpft wie... So, ich habe hier zumindest einen Turm. Wo? Und? Nun macht schon. Mann, was ist denn mit dem Holz, Leute? Das geht mir auf die Nerven, ey. Da habe ich diese scheiß Echse erobert und jetzt habe ich kein Holz. Come on, Kollege, come on. Ach, was ist denn da mal los? Mann, Marco antwortet nicht. Komm. Ich habe 4 Idle Worker. Ja, ist richtig. Aber ich habe auch kein Holz. Yes! Yes! Bereit zur Arbeit. Sieg. 5 Minuten.
Gut. Das üben wir nochmal. Mit der Echse. Aber das kriege ich hin. Warum hatte ich so wenig Holz? Was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe zu wenig Arbeiter gebaut, aber ich habe doch fast durchgehend Arbeiter gebaut. Aber die habe ich auch zu spät abgezogen. Dann hatte ich noch den Scout-Typen, der kein Holz gehauen hat. Vielleicht hätte ich einfach noch einen Moment warten müssen. Nach den 4 Türmen hat er gesehen, dass er keine Chance mehr hatte. Ich weiß leider nicht, wie das gemeint ist. Aber ich habe viel Holz für Türme ausgegeben. Das ist völlig richtig. Ich hätte vielleicht... Okay, jetzt schreibt Marco. Oh Mann. Okay, Nachtelf 2. Krieg ich hin. Easy, Freunde. So, was ist das jetzt für eine Map? Mein Lord. Ja, mein Lord. Gut. Okay. Wir gucken uns die Map an. Ah, da ist der hier drüben, ne? Das ist die Echse. Weit weg, weit weg. Weiß nicht, ob das so gut ist für eine Fast-Echse. Na gut. Vielleicht nicht. Was ist? Ich geh dann mal. Na gut. Ja, mein Lord. So. Hat gesehen, dass Leute meine Base-Architektur kritisiert haben, so nicht. Da passe ich schon drauf auf. Also, Fast-Echse ja oder nein? Fast-Echse bedeutet, dass man sich ganz schnell eine zweite Goldmine holt, um doppelt so viel Gold zu haben. Ist aber gefährlich, weil man verwundbar ist. Was? Das ist 4 oder 5. Ich hasse das so sehr. Das sind 5 jetzt, ne? Gerade die 5. Das sind 5, oder nicht? Was ist? Ja. Okay. Also Fast-Echse ja oder nein? Leute, ich brauche Hilfe. Bei der Map nicht. Nein, schreiben Leute. Ja, schreibt jemand. Nein, zu weit weg. Nein, chill. Keine Fast-Echse auf dieser Map. Vielen Dank an GG Rocket Beans. Das ist eigentlich ganz geil. Da kann man direkt parallel gecoacht werden durch diese Chat-Funktion. Ich finde das eigentlich echt ganz cool. Also vielen Dank an GG Rocket Beans. So, ich habe jetzt 5 Holzarbeiter. Das reicht, glaube ich, auch, ne? Bereit zur Arbeit. Ich brauche noch einen Hof. Arbeit ist vollbracht. Einsatzbereit. Ja, mein Lord. So, ich spiele gegen Nachtelf. Das heißt. Ja, mein Lenzherr. Keine Ahnung, was das heißt. Bei Nachtelfen ist die Frage: Wie früh baut er diese Jägerinnen? Um Jägerinnen zu bauen, braucht man die Halle Jagdhalle. Einsatzbereit. Und das ist wichtig, weil die Jägerinnen sind recht gut gegen meine Footmen. Was auch immer. Und das heißt, wenn ich sehe, er baut Jägerinnen, dann muss ich möglichst auf Sniper switchen. Glaube ich, grob gesagt, jetzt mal. Und deswegen. Einsatzbereit. Was? Muss ich gucken, ob er Jägerinnen baut oder nicht. Was ist es diesmal? Ihr braucht meine Hilfe? Ich habe das, ich habe das. Sägewerk will ich noch nicht bauen. Ich will ja schnell auf T2. Weil wenn ich schon nicht Fast-Echse gehe, dann will ich schnell T2. So. Ihr braucht meine Hilfe? Versuch deinen Archmage so schnell es geht auf Level 3 zu creepen. Alles klar, ich bin dabei. Was ist es diesmal? Bin dabei. Ihr braucht meine Hilfe? Eigentlich nee, jetzt könnte ich eigentlich schon hochklicken gleich mit dem nächsten, ne? 320, ja, ich bin hoch. Gut. Und jetzt. Was ist es diesmal? Mann, der Schatten. Befehle? Nun macht schon. Mach ich doch eh nicht. So, jetzt haben wir ein Sägewerk. Und jetzt ist die Frage, soll ich jetzt eine Schmiede bauen oder nicht? Ah, okay, hier ist ein Wisp. Entdeckt. Nun macht schon. Entdeckt. Hey Donny! Ist Marco da? Okay. Der andere hat mir gerade nämlich nicht geantwortet. Na, wie läuft's? Ja, gut. Läuft gut? Spielst du hier Warcraft? Ich spiele Warcraft 3, richtig. Was ist es diesmal? Und? Was ist es diesmal? Ja. Soll ich mal den Ventil anmachen? Was auch immer. Wenn es mit dem Sound okay ist? Ja. So, die Frage ist, ob ich eine Schmiede bauen soll, ja oder nein. Ich baue einfach mal eine auf doof. Weil ich glaube, auch wenn er später die Dryaden baut, sind auch meine Mörser ganz gut. Deswegen ist das, glaube ich, eine ganz gute Sache. Auffüllungstrank. Ich will Damage, Leute. Ich will keinen Trank. Ich will Damage. Sag das Zauberwort, meine Hilfe. So,
Ich brauche auch Häuser. Arbeit ist vollbracht. Ich gehe dann mal. Häuser. Was ist? Zwei am besten. So, und wenn ich jetzt T2 bin, dann will ich eigentlich direkt einen Parler haben. Was ist es diesmal? Okay. Bau eine Schmiede, sagt er auch. Ups. Ah, nee, ich muss erst den Schaman töten, ne? So, ja. Paladin brauche ich eine Menge. 420 Gold, glaube ich. So, jetzt wäre es natürlich langfristig mal cool zu wissen, was der Gegner so an Einheiten hat. Aber ich creep erstmal auf Level 3, hat er gesagt. Ich creep auf Level 3 und dann gucken wir. Jetzt staut sich das Gold aber an. Aber ich glaube, das halten wir mal hin bis T2. Weil dann kann ich ja recht schnell... So, jetzt bin ich Level 3, ne? Badam! So, jetzt heilen wir uns kurz hoch und dann gucken wir mal, was der Gegner so macht. Währenddessen, ich habe eigentlich genug für das hier. Nun macht schon. So, wir sind... So, jetzt... Paladin. Und? Paladin, das verkaufen wir, weil ich es eh nicht einsetze. Da müssen wir mal realistisch sein. Ihr braucht meine Hilfe? Was braucht ihr? So, und jetzt... Ja, echt, ist jetzt ein schlechtes Timing, um anzugreifen. Weil ich jetzt gerade viel investiert habe und das noch nicht habe. So, das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ah, wir machen es ganz clever. Oh, ich bin clever. Wir holen uns hier nämlich so ein Teleskop und gucken mal, was er macht. RIP! Okay, er baut Wissen, Wissen, Wunder, Wissen. Okay, Doppelwissen, das sind die Caster, ne? Sind es die Caster oder die Dryaden? Gucken gleich mal, ob er eine Echse hat. Nope. Wind war Caster, glaube ich, ne? Tu es! Was auch immer. Okay, das heißt aber, ich lebe, dass er jetzt Dryaden plus Bären. Ah ja, Bären sind nervig. Dann greifen wir jetzt mal an. Wir greifen mal an. So, gegen die Bären sind aber die, Mörser ganz geil. Aber ich habe leider keine Hotkey für die. Das ist schlecht. Was ist? Na gut. Was verlangt ihr von mir? So, ich guck mal, was er so treibt. Ah, okay. Da ist er unterwegs. Entweder habe ich ihn jetzt entdeckt oder er mich. Tu es! Oh, ich hasse das so, wenn die. Oh, oh, okay. Ist da irgendwas? Was mache ich gerade? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich verschwende Zeit. Nein! Errichtet mehr Höfe. Was verlangt ihr von mir? Ja, geil wäre es halt jetzt anzugreifen, bevor er sein ganzes geiles Zeug hat, ne? Aber irgendein T2-Gebäude wäre schon cool. Wir bauen mal einen Workshop. Ich kann hier nicht bauen. Ja, mein Lord. Lasst mich der Gefahr trotzen. Okay, die hängen jetzt fest. So, die arbeiten fleißig. Ich habe keine Angst. Lasst mich der Gefahr. Ihr braucht meine Hilfe? Auf euren Befehl. Und? Okay. Lasst mich der Gefahr trotzen. Ich mal das an. Ah, da kommt Dryaden. Okay, Dryaden. Wow, okay, da ist sein Zeug. Da ist sein Zeug. Okay, weg vom Ding. Oh, okay, das wäre da jetzt. Das wäre gut gewesen. Ah. Okay. Kann ich hier kämpfen oder nicht? Glaub nicht. Ich hole mir das mal und ich hole mir Mörser. Weil ich glaube, das ist eine gute Kombination. Oh. Lasst mich der Gefahr trotzen. Auf euren Befehl. Nun macht schon. Was ist los? Was macht er? Lasst mich der Gefahr. Vielleicht hätte ich hier kämpfen sollen. Ich weiß es nicht. Was ist es diesmal? So, also ich hole mir erstmal Verteidigung. Dann sind die nämlich gut gegen Pfeile. Und dann hole ich mir Mörser. Und ich glaube, dann kann ich gut kämpfen. Nicht vergessen, weiter Dinger zu bauen. Was verlangt ihr von mir? Und in der Zwischenzeit wäre geil, wenn ich noch irgendwas creepen könnte. Lasst mich der Gefahr trotzen. Was jetzt nicht so riskant ist. Und? Ja, um jetzt Heiler. Was ist? Und das hier dran. Was verlangt ihr von mir? Auf eure. Wo ist der Creep-Spot? Das hasse ich ja. Wo ist der hier? Ich habe keine Angst. Okay. Lasst mich der Gefahr trotzen. Was verlangt ihr? Was ist es diesmal? Den Kämpfer hättest du gewinnen können. Okay, gut zu wissen. Dankeschön. Ich nehme das jetzt auch einfach mal als seelischen Beistand. So.
So, jetzt haben wir Mörser-Kollege. Mörser! Und wir haben Verteidigung. Und das hier. Zauberstab des Windes. Ach, das benutze ich doch nicht! Das Inventar ist voll. Ihr braucht meine Hilfe von mir. Nun mach ich. Ich habe keine Angst. Kampf. Für die Ehre. Was braucht ihr? Ihr braucht meine Hilfe? Okay, Kampf. Lasst mich der Gefahr trotzen. So, wir bauen noch einen von denen. Es ist mehr Gold erforderlich. Ey, solange wir weiter produzieren, ist alles gut. So, und der kommt jetzt hier. Was braucht ihr? Ich habe keine Angst. Ist da was? Okay! Da sind alle! Schieß! Ich habe keine Angst. Nun macht schon. Oh, das ist ein guter Kampf. Lasst mich der Gefahr trotzen. Ja, mein Lenzer. Was ist es diesmal? Tu es! Schieß! Hey, ihr da! Schieß! Fang. Ja, die geht drauf! Ich habe keine Angst. Sag das Zauber, was braucht ihr? Oh nein, 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 den hätte ich heilen sollen. Oh nein, der hat den Panda. Oh, ich hasse Panda so sehr. Okay, warte, wir fokussen seinen Priester. Wir heilen was? Ich bin euer Schütze, ist gut. Wir fokussen sein Zeug. Oh, da ist noch ein Mörser. Gehen wir kämpfen. Ihr habt richtig entschieden. Lauf, 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 lauf. Fresst Blei! Fresst blaue Bohnen! Macht schon. Yes! Ich habe keine Angst. Yes! Auf euren Befehl, meine Hilfe. Gut. Das lief gut. Das lief gut. Ihr braucht meine Hilfe? Lasst mich der Gefahr trotzen. Gut. Was ist es Und? Zeigt uns ein Ziel. Zwei Mörser. Hallo! Okay, wir creepen mal die Goldmine frei. So dass, wenn der nächste Kampf auch gut läuft, ich parallel mir vielleicht eine Expansion sichern kann. Lohnt sich das hier? Ich glaube schon. Oh, ich glaube auch das würde sich lohnen. Das kostet auch nicht viel Geld. Oh, das, die sind so eklig. Ah, nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben! Nicht sterben. Ah, hier stirbt zu viel. Nein! Oh Gott! Oh fuck, ist das dumm, Mann! Oh, jetzt kann ich sterben. Verliere ich hier alles an diese scheiß Creeps. Oh, sind die ätzend, ey. Holy crap, sind die ätzend. Eieieiei. Okay. So. Gehen wir kämpfen. Auf euren Befehl. Diesmal. Ich habe keine Angst. Wir leben noch. Das ist gut. Zeigt uns so, wir haben jetzt drei Mörser. Das ist schon gut. Ich glaube, damit können wir den schon unter Druck setzen. Oh, geil, wäre so eine Heilrolle jetzt. Ich habe so viel angeschlagen Kram. Es soll geschehen. Okay, aber ich habe auch keine Footmen mehr. Die wären jetzt, glaube ich, wieder gut. Um so ein bisschen. Okay, komm schon, jetzt kriege ich hin. Kriege ich hin. Ich habe keine Angst. So. Oh, da ist was, da ist was. Ich habe keine Angst. Was verlangt ihr von mir? Auf euren Befehl. Oh nein, oh nein. Ich habe keine Angst. Und? Was verlangt ihr von diesmal? Gehen wir kämpfen. Lasst mich der Gefahr zeigen. Okay, zeigt uns ein Ziel. Das machen wir. Nein, nein, nicht hinlaufen, angreifen. Oh Gott. Ihr braucht meine Hilfe. Habt ihr ein Ziel? Gehen wir kämpfen. Ich habe keine Ahnung, was wir uns haben. Okay, okay, schieß, schieß, schieß. Was ist es denn? Lasst mich der Gefahr trotzen. Ihr braucht meine Hilfe. Verlangt ihr von mir? Okay. Oh nein. Ah, die sind alle kaputt gegangen. Oh nein, ich verliere alles. Warum verliere ich alles? Nein! Oh, tu es. Oh nein. Oh nein, 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 nein. In den Kampf! Ah, shit. Fuck you einfach. Oh Mann! Oh, ich glaube, ich hätte nicht die Goldmine creepen sollen. Oh, fuck. Ich glaube, ich hätte nicht die Goldmine angreifen sollen. Oh, das war richtig dumm. Oh, das war richtig dumm. Oh, war das dumm. Ich glaube, ich hatte den ersten Kampf habe ich gut gewonnen, Mann. Warum habe ich den zweiten so versagt? Ich hatte keine Footmen mehr, die vorne irgendwie ein bisschen Schutz geben können, meinen verwundbaren Einheiten. Okay, also jetzt geht's los mit Marco. Mach mal eins im LAN auf. Funktioniert das? Okay.
Ich weiß nicht, ob wir hier im LAN sind. Ich weiß nicht, was das alles sein soll. So, wir brauchen... Wir nehmen mal eine Map. Okay. Gut. Ich frage, ob Marco... Ah, da ist er doch. Geil. Mega gut. Da ist Marco. Okay, es funktioniert. Okay. Mega gut. Nachtelf. Oh, Marco spielt Nachtelf. Ork. Er spielt doch kein Ork oder Nachtelf. Er ist sich unsicher. Marco ist ja ein echter Experte. Oh, zieht mal wieder Slack. So, ist er bereit? Okay, er ist bereit. Nachtelf. Ey, ich muss gegen Marco gewinnen. Komm schon. Ey, ich habe kein einziges Spiel gewonnen heute. Ich dachte, es läuft viel besser. Okay, komm schon. Nachtelf jetzt. Go, go. Was? Ja, okay. Mein Lord. Die Map mal. Hatten wir vorhin schon, glaube ich. Hier bietet sich eine Fast-Echse an, ne? Aber Marco ist ein Hund. Bereit zur Marco Arbeit. Ist ein... Ja, ja, mein Lord. Rechnet damit wahrscheinlich. Marco kennt sich halt so halb aus. Mehr und manchmal Arbeit. Sind so halb gute Spieler gefährlicher als gute ja, Spieler. Gut. Fast-Echse ja oder nein? Was sagt der Chat? Und ja, wie viele Leute sind das? 4, 3, 4. Sind 4. Was? Oder sind es 3? Ja, 4. Es sind 4. Also fehlt noch einer. Bereit so. Zur Arbeit. Marco ist. So. Tower Rush. Ja, ich spiele kein Tower Rush. Immer Fast Exit. Was ist das für ein Emoji? Heißt das, dass es ernst gemeint ist? Ich weiß es leider nicht, Leute. Schreibt doch bitte einfach ja oder nein. Fast Exit. Okay, bereit gut, ich bin Fast Exit, Freunde. Wir spielen eine Fast-Echse. Wissentlich, dass Marco diesen Stream gerade schaut. Hallo, Marco. Okay. Wir kriegen das hin. Fast-Echse ist nur Konzentration. Ey, wenn der gewinnt. Marco darf nicht gewinnen. Marco darf nicht gewinnen. Okay, wir haben hier die 4 Kandidaten. Die lege ich schon mal auf eine Steuergruppe. Das sind die 4 Dorfbewohner, die später auch noch zu Milizen werden. Zur Arbeit. Ja, mein Lord. Ja. Arbeit ist vollbracht. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. Das ist auch nicht gut, glaube ich. Okay, gut, der ist fast fertig. Mehr Arbeit. Bereit zur Arbeit. Was ja, mein Lord. Okay. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Nein, nein! Oh nein, bitte nicht! Oh Gott! Mann, warum immer so ein Scheiß? Warum ist immer so ein Scheiß, Mann? Ah, oh, und da ist er. Ja, vergiss es. Ich mach's nicht. Das wird nix. Nun mach schon. Jawohl, mein Lord. Oder ich creep das hier. Was ist das, mein Lord? Das ist auch nicht schlecht. Aber nun macht schon. Es ist mehr Gold erforderlich. Ach Gott, ist das lame. Ey, immer wieder ist irgendein Crap. Ja, mein Lord. Einsatzbereit. Mehr Arbeit. Jetzt habe ich halt Holz. Natürlich. Und? Viel Holz, Leute. Ich gehe dann mal. Was ist das denn? Was ist? Weg. Ja, mein Lord. Mach schon. Ja, hab ich hier ein Futter verloren? Oh Mann, das ist doch nicht dein Ernst. Fehler? Nun macht schon. Ja, mein Lenzer. Ihr braucht meine Hilfe. Ja, das läuft schon wieder alles nicht so gut. Was ist das okay. Diesmal? Aber ich spiele gegen Marco. Komm schon, das kriegst du hin. Aber wir nehmen den. Einsatzbereit. Was ist das okay, so, jetzt können wir direkt auf Tech 2 gehen. Und jetzt ist die Frage, was macht Marco? Was ist das? Nun macht schon. Und? So, gegen Nachtelfen ist eigentlich diese Verteidigung immer gut. Aber ich glaube, Marco geht auf Jägerin, weil Marco ist in den Lappen. Marco, glaube ich, geht auf Jägerin. Und? In den Kampf! So, wir heilen uns jetzt mal kurz hoch und dann vergessen wir die Probleme der Vergangenheit.
und konzentrieren uns nur auf die rosige Zukunft, die uns bevorsteht. Ich kann ja, mein Lord. Nun macht schon. Ihr braucht meine Hilfe? Ich hätte gern dieses Söldnerlager. Es ist recht dunkel hier. Einsatzbereit. Komm, jetzt kommen wieder Florentins Blindgags. Es ist einfach nur hier recht dunkel. Bau doch Hilfe. Okay. Nicht den Überblick verlieren. Das Gemetzel kann beginnen. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben. Warum denn alle, Mann? Ich will nur den. Och, Mann, ey. Wenn es dann immer so Kontrollkacke ist, das ist dann nervig. Es ist mehr Gold erforderlich. Arbeit ist vollbracht. Okay. Wir sind Level 3, das ist gut. Und? Arbeit ist vollbracht. Okay, das ist im Bau. Jetzt was haben wir den Kram hier. Richtig. Was ist es diesmal? So, und jetzt bau... Nun macht schon. So, was macht er? Soll ich mal zu ihm gehen? Ich creep weiter. Ich habe zu viel verloren. Ich bin gerade nicht stark. Ich soll gerade nicht kämpfen. Ich darf nicht gegen Marco verlieren, ey, wirklich. Das ist. Da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Oh, shit. Mehr Arbeit? Ausbau abgeschlossen. Ja, mein Lord. Einsatzbereit. Mehr Arbeit? Arbeit ist vollbracht. Was ist es denn? Oh nein, und er läuft einfach weg. Ich dachte, ich kann ihn einklemmen. Nun macht schon. Was ist? Ich geh dann mal. Ja, gut. Was ist es diesmal? Komm schon. Leute, bewegt euch bitte. Ihr braucht meine Hilfe? Was braucht ihr? Bereit. Okay, aber er hatte hauptsächlich Bogenschützen. Was ne? ist ja, mein Linzer. So, was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Ich habe nicht genug Gold, mir eine Scroll zu kaufen. Eigentlich kann ich jetzt gar nichts machen. Nun macht schon. Ganz ungünstige Situation. Wenn er jetzt wiederkommt, habe ich nur meinen ja, Turm. Ja, mein Lord. So, und wir sind im neuen Zeitalter. Arbeit ist vollbracht. Das heißt. Was ist es diesmal? Ah, oh, das hat er schon gecreept. Ach Gott, das ist so unangenehm. Nun das will er auch schon gecreept haben. Komm, jetzt nicht durchdrehen, okay? Jetzt nicht durchdrehen. Ach nein, jetzt verschwende ich meine Zeit. Jetzt laufe ich rum. Okay, komm schon. Ah, oh, das ist so unangenehm. Forschung abgeschlossen. Ihr braucht meine Hilfe? Ich meine, ich will so oder so ein Rematch. So, wir gucken mal zu ihm. Was er baut. Jägerhalle und Baum des Alten. Keine Ahnung, ob was das Tier 1 oder Tier 2 ist. Ich glaube, es ist Tier 2. Also, was baut er jetzt? Ich muss nochmal gucken, um zu sehen, was er baut. Okay, er hat Bogenschütze in der Halle, den kriege ich doch. Ey, soweit mein Paradise greife ich an, Kollegen. Oh, das ist ein gutes Item. Ihr braucht meine Hilfe? Das ist ein gutes Item. So, und wir brauchen natürlich jetzt auch T2-Gebäude, was ich immer vergesse, was mich nervt. Einsatzbereit. Was braucht ihr? Ja, mein Lebe, um allen Gläubigen zu dienen. Gut. Jetzt gehen wir mal zu. Ich habe keine Angst. Lass so, zu viele Footmen, sagt ihr jetzt vielleicht. Was verlangt ihr von aber mir? Ich habe ja den, das Upgrade. Es soll geschehen. Ihr braucht meine Hilfe. Auf euren Befehl. Nein! Das ist nicht dein fucking Ernst, Mann! Immer irgendein Scheiß! Ach ja. Ja, und das will ich auch. Ach Mann. Sag das Zauberwort. Ich kann schon. War das jetzt Absicht von ihm oder war das keine Absicht? Fehler? Lasst mich der Gefahr trotzen. Was verlangt ihr von mir? Ich habe keine Angst. Nicht genug Mana. Was verlangt ihr von mir? Wie ihr wünscht. So, ich muss leider nochmal heilen. Ich verschwende so viel Zeit. Das ist alles nicht gut. Das ist alles ganz schlecht. Auf euren Befehl. Das ist alles ganz schlecht. Arbeit ist vollbracht. Okay.
Okay, wir nehmen mal zwei. Lasst mich der Gefahr trotzen. Und wir geben ihm jetzt auch mal ein. Ich habe keine Angst. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Was ist es diesmal? Ich habe keine Angst. Sag das Zauberwort. Ihr braucht meine Hilfe. Lasst mich der Gefahr trotzen. Perfekt. Einsatzbereit. Ich habe keine Angst. Auf euren Befehl. Was verlangt ihr von mir? Ich habe was keine Angst. Diesmal? Was braucht ihr? Lasst mich der Gefahr trotzen. Sag auf das euren Zauberwort. Befehl. Ja, mein Lenz. Was macht der? Gefahr trotzen. Ich habe keine Angst. Befehle? Auf was euren Befehl. Einsatzbereit. Kämpf bitte! Sag das Zauberwort. Ah ja, und er fokussiert meinen Paladin, wie erwartet. Aber ich habe einen Heiltrank. Lasst mich der Gefahr trotzen. Was ist es diesmal? Okay, nicht gut. Mehr Arbeit? Ich geh dann mal. Was ist? Ich hab auch noch keinen. Doch. Ich habe keine Angst. Sag das Zauberwort. Was ist diesmal? Ich kann hier nicht bauen. Lasst mich der Gefahr trotzen. Und? Nee, eigentlich brauche ich das gar nicht. Ich glaube, ich kann angreifen und gewinnen. Ja, mein Lord. Wirklich, ich ertrage es nicht, wenn die diese Gebäude nicht bauen, aus irgendwelchen Gründen. Das ist das Allerschlimmste. Oh, warte, was wir machen? Ihr? Zeit zu gehen. Ah, eh keine Häuser leider. Mehr Arbeit? Aber das wäre jetzt natürlich cool, wenn wir uns weitere Söldner holen können. Was verlangt ihr von mir? Aber ist vielleicht auch gar nicht nötig. Ist vielleicht auch gar nicht nötig. Das habe ich liegen gelassen. Okay. Auf euren Befehl. Was verlangt ihr von dir? Wo will die hin, ist die Frage. Das ist aber nicht so richtig. Sie geht in ihren Tod. Nun macht schon. Habt ihr ein Ziel? Ja, bitte mehr von dem. Ich habe keine Angst. Auf euren Befehl. Schon. Ich habe keine Angst. Und? Was ist das? Aber meine Gott. Ja, mein Letzter. Ja, mein ich habe keine Angst. Was braucht ihr? Und? Lass mich der Gefahr wolle. Mach schon. Perfekt. Lass mich der Gefahr trotzen. Yes! GG. Puh. Okay. Oh, ich bin ein bisschen aufgeregt. Oh, ich bin sehr froh, dass das funktioniert hat. Okay. Es hat geklappt. Es hat geklappt. Ey, ich glaube, diese Defend-Verteidigung-Fähigkeit von den Futten ist echt geil. Gut, wir gehen ganz kurz in die Werbung. Dann gibt es vielleicht ein Rematch, wenn er sich traut. Vielleicht auch nicht. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück beim Hengi-Hauptquartier. Wir spielen Warcraft 3 und zwar spiele ich gegen Marco. Und ich glaube, Marco ist auch schon direkt bereit. Er hat gerade schon von auf Untot gewechselt, jetzt auf Ork. Also die Frage ist, was es wird. Er ist noch überlegen, wir spielen Echo Isles, einen absoluten Map-Klassiker. Kleine Map, Action von der ersten Sekunde und ich hätte mal Bock, obwohl er hat gerade etwas zitiert, das ich im Stream gesagt habe. Also er schaut hundertprozentig meinen Stream parallel. Von daher werde ich dieses Mal keine Fast Access spielen. Okay? Keine. Ihr versteht mich nicht. Okay? Ihr versteht das schon. Okay, was spielt er jetzt? Ork. Gut, Ork. Was ist? Ork ist nervig. Ja, mein Lord. Ork hat einen unsichtbaren Helden. Na gut. Und wenn es eines in der Geschichte der Videospiele gibt, was man einfach so, wie es ist, streichen kann, dann sind es unsichtbare Einheiten. Generell. Bereit zur Arbeit. Ich hasse unsichtbare Einheiten. Richtig. Und ich kann mir kein Spiel vorstellen, das schlechter wird, dadurch, dass man einfach sämtliche unsichtbaren Einheiten einfach aus dem Spiel nimmt. Bereit Dota, StarCraft, alles.
wird alles besser ohne unsichtbare Einheiten. Ich bin mir recht sicher, dass das 4 sind. Also fehlt noch eine. So, wir überlegen die Fast-Echse. Das heißt, er spielt aber Ork, ne? Also das heißt, Blade Master kommt unsichtbar in meine Base gelaufen und macht meine Arbeiter kaputt. Der Gefahr bin ich mir durchaus bewusst. Weswegen ich auch schnell einen Turm baue. Und diesmal setze ich den nicht so weit vorne, damit die nicht wieder in die Creeps rennen. Ja, mein Lord. Ich habe gelernt aus meinen Fehlern. So. Das heißt, ich baue einen Turm und versuche dann eine Fast-Exe hochzukriegen. Und dann gucken wir mal, wie es läuft. So, ich baue noch einen. So, ich habe wieder 4. So, ich baue noch einen. Bereit zur Arbeit, was? Der baut jetzt einen Turm. Zip! So. Ja, mein Lenzer. Es ist mehr Gold erforderlich. So, der soll jetzt nicht zu weit laufen. Nicht, dass der wieder in den Scheiß reinläuft. Mehr Arbeit? Was ist? Ich gehe dann mal zur Arbeit. Gut. Ja. Jetzt, ich glaube, wir haben es schon bald. Na gut. Los geht's. Ja, mein Los Gott. Geht's, Leute, auf geht's. Come on! Ihr braucht meine Hilfe? Die letzten 4 Kriege haben wir in Folge komplett verloren. Aber ich bete euch an, noch ein weiteres Mal in den Krieg zu ziehen. So, es sieht gut aus. Keine groben Fehler bis jetzt. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und es geht schon los. Und da ist auch nur die Hälfte Miliz geworden, warum auch immer. Ah, fuck, was ist denn da schon wieder los, Mann? Okay. Fokus. Fokus, Fokus. Keine Einheiten verlieren. Es läuft noch ganz gut und ich habe kein Holz. Ich habe. Wie kann man genug Holz haben für sowas? Ich verstehe es wirklich nicht. Ja, mein Lord. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich kann ja, mein Lord. Nun macht schon. Das hat geklappt. Einsatzbereit. Ja, ich habe einfach nicht genug Holz. Was? Deswegen bauen wir jetzt erstmal mal 2 Türme. Ja, so viel. Nee, das mache ich nicht. Aber das kostet extra Holz. Was ist es diesmal? Nun macht schon. Oh, da ist er schon. Da ist er wieder, Digga. Macht sich unsichtbar. Nun macht schon. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wo? Wo? Ihr braucht meine Hilfe? Okay. Soll ich jetzt hier bleiben? Ja, und das. Ich weiß nicht warum, aber. Ach, er war einfach nicht genug Holz, Mann, ey. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, dass man da 200 Holz hat. Ihr braucht mehr Arbeit. Erreichte Hilfe. Nun macht schon. Ich weiß nicht, was. Jetzt warte ich hier wieder ein halbes Jahr. Auf mein Holz. Und? Befehle? Nun macht schon. Ja, mein Lord. Ja. Und? Es ist halt schon ein bisschen lächerlich, Mann. Es tut mir auch echt leid. Ich krieg es einfach nicht hin. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Arbeit ist vollbracht. Hier, 5 Leute bauen hier ab. Bauen noch einen von mir. Ich kann jetzt keinen Hof bauen, weil ich Holz brauche. Ihr braucht meine Hilfe? Ach, wie mich das ankotzt. Wie mich das ankotzt. So, aber die sind ja gleich fertig, die sind sicher. Derzeit können wir ein bisschen kriegen gehen. Mann, ich weiß echt nicht, was ich da falsch mache. Sag das Zauberwort. Wirklich nicht, was ich da falsch mache. So, jetzt habe ich aber gleich. Mit. Was ist? Ich gehe dann mal. Abgeschlossen. Na gut. Ihr braucht meine Hilfe. Gut. Ja, also die Grundpfeiler stehen. Ich kann nicht gehen dann mal. Nun macht schon. Und? So. Ihr braucht meine Hilfe? Brauchen was? Ein Tour, Haus. Was ist? Es ist mehr Holz Ja, mein Lord. Was ist es diesmal? Und? Inflori Fosparis Sedar. Okay, läuft mittel bis jetzt, würde ich mal behaupten. Aber wir können weiter creepen. Ich baue hier auch nochmal einen Turm. Um Energie zu sparen. Gerät wird in 5 Minuten abgeschaltet, um Energie zu sparen. Was ist es diesmal? Falls das jemand hört, ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, mein Lord. Ich weiß nicht, ob damit der Monitor gemeint ist oder der Rechner. Nun macht schon. Weiß ich Arbeit nicht. Ist voll bra. Ja gut. Was ist es diesmal?
Also dafür, dass Mark am Anfang so aggressiv war, kommt jetzt nichts mehr hinterher. Was auch immer. Was natürlich großartig ist für mich. Kann's kaum erwarten. Und ich hole mir jetzt nochmal so ein Dude. Was ist das? Damit ich ein bisschen Schlagkraft hab. Und? Was ist das diesmal? Sag das Zauberwort. Arbeit ist verbracht. Arbeit ist verbracht. Keine Hotkeys. Okay. Alles gut. Das ist auch gut. Alles gut. Können wir uns den noch kaufen? Und? Bereit zur Arbeit. Das Gemetzel kann beginnen. Was ist es diesmal? Gut. Und? Fehler? So, jetzt brauchen wir T2 schön langsam. Mehr Arbeit? Ich kann hier nicht bauen. Ich geh dann mal. So, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Menge Gold. Die Frage ist nur, was soll ich damit machen? Und? Aber Creepen ist schon mal, glaube ich, ein guter Anfang. Ihr braucht meine Hilfe? Bereit zur Arbeit. Ja, Mann. Was ist es diesmal? Türen sind immer gut. Ihr braucht meine Hilfe. Abgeschlossen. Befehle? Was ist so, gibt's hier eigentlich... Ah, okay. Klammer des Angriffs sind gut. Und ich kaufe mir den Ring des Schutzes, weil... Why not? Weil ich habe super viel Gold. Warum nicht Gold in Helden investieren? Ja. Ihr braucht meine Hilfe. Ah, und ich brauche, was ich vor allem brauche, das ist jetzt nicht so clever, ne, dass ich den hier liegen lasse. Ich kann's kaum erwarten. Das Inventar ist voll. Gut. So, also, hoch damit. Abgeschlossen. So, wir brauchen Häuser. Es ist mehr Gold erforderlich. Und, nope. Mehr Arbeit? Was so, ja. Was wir brauchen, ist eigentlich ein... Und? Nun macht schon. Ist dieses Pulver, mit dem man unsichtbare Einheiten aufdecken kann. Einsatzbereit. Und das kaufe ich mir jetzt. Und Tech 2 habe ich hochgeklickt. Ich habe jetzt halt nur ultra viel Gold und weiß gar nicht, was ich damit unbedingt machen soll. Ihr braucht meine Hilfe? Okay, und wir brauchen eine Schmiede. Was ist? Na gut. Und? Einsatzbereit. Nun macht schon. Arbeit ist vollbracht. Und? Ja, mein Lenzer. Hallo, beide? Ihr braucht meine Hilfe? Als ist meine Metapher. Ich war vielleicht ein bisschen gierig mit dem ganzen Kram hier. Das. So, wir haben das. Und wir, die sterben wie die Fliegen. Und Wächter-Schutzzauber sind auch gut. Abgeschlossen. Ja, was mache ich damit? Ihr braucht meine Hilfe? Brauche ich den? Ach Gott. Und? Fein. Perfekt. Ich kann es kaum erwarten. In einer Minute wird das Gerät abgeschaltet. Ich kann es auch leider nichts mehr sehen. Soll ich jetzt hier auf Abbrechen klicken? Ich kann da. Und? Ihr braucht meine Hilfe? Oh, da ist er. Was ist das? Da ist er wieder, Digga. Ihr braucht meine Arbeit ist vollbracht. Und? In den Kampf, ihr holt Angst. Und direkt Hero Focus. Wie greifen die mehr meine Einheiten an, das Gefühl? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was man in solchen Kämpfen macht. Sorry. Unsere Streitkräfte werden. Ich weiß es leider nicht. Ihr braucht meine Hilfe? Jetzt habe ich ultra viel Gold und alles. Bitte bewegt euch. Einsatzbereit. Nun macht schon. Ja, mein Lenz. So, jetzt brauche ich Zeug. Come on, ja, bitte. Jetzt nicht. Es ist mehr Holz erforderlich. Komm, bitte. 10 Holz, komm.
Richtig. Einsatzbereit. Was ist es diesmal? Befehle? Was braucht ihr? Ich darf keine Footmen mehr bauen. Ich habe kein Holz. Braucht meine Hilfe? Brauche ich nochmal so ein Ding? Nee, das brauche ich. Nun macht schon. Ihr braucht meine Hilfe? So. So, jetzt brauchen wir ganz viele Caster und ich brauche Holz. Warum habe ich kein Holz? Geladen und entsichert. Na gut, nun macht schon. Was braucht ihr? Ich lebe, um gut. Allen Gläubigen Paladin zu ist da. Auf euren Befehl. Los geht's. Frage ist jetzt, hat er hier... holt er sich eine Echse jetzt, ne? Ist Angst. Die Frage. Lasst ihr der Gefahr trotzen? Was auch immer. Was verlangt ihr von mir? Ihr mein Volk. Und eigentlich, der kauft sich gleich ein paar Tränke. Weil das Einzige, was Marco kann, ist Hero Focus. Und deswegen ist es gut, wenn der sich ein bisschen Zeug kauft. Arbeit ist was verlangt ihr von mir? Auf euren Befehl. Reif des Adels. Ich habe keine Angst. Arbeit ist vollbracht. Was ist es diesmal? Geladen und entsichert. Was verlangt ihr von mir? Für mein Volk. Auf euren Befehl. Nun macht schon. Was braucht ihr? Lasst mir die Gefahr meine Hilfe. Okay, die bauen leider nicht ideal. Ja, mein wir bauen Lord. Weiterhin das. Dann mal ich das. Komme, um dieses Land zu säubern. Und? So, wo ist das? Ich habe der keine ist Angst. Zu schnell, ey. Boots of Speed sind nicht so gut. Der ist zu schnell. Was auch immer. Ihr braucht meine Hilfe. Auf geht's! Nun macht schon. Auf euren Befehl. Leute! Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich komme, um dieses Land zu... Ihr braucht meine Hilfe. Und? Ist jemand verletzt? So, die Frage ist, hat er sich eine Echse geholt? Oder nicht? Und wir brauchen mehr Holz, damit ich durchgehend Zeug lasst produzieren kann. Nun macht schon. So, was ist das ich hier? Ich habe keine Angst. Sehr gut. Lasst mich der Gefahr trotzen. Ich so, wir gucken mal, ob er sich die Echse geholt hat. Die Magieströme sind heute launisch. Oh, lasst oh da ist er. Gefahr trotzen. Was ist es diesmal? Geladen und entsichert. Nun macht schon. Helft die Magieströme sind heute keine Angst. Und? Ihr braucht meine Hilfe? Hoffentlich taugt das. Lasst mich der Gefahr trotzen. Ich habe und? Keine Angst. Es ist mehr Gold erforderlich. Auf euren macht Befehl. Schon. Forschung abgeschlossen. Ich für die Ehre. Was ist es diesmal? Ah, da ist er. Die Magieströme sind heute launisch. Ich kann es kaum erwarten. Fein. Nun mach schon. Die Magieströme sind heute launisch. Perfekt. Was verlangt ihr von mir? Ihr braucht meine Hilfe. Langsam mit den Jungen. Forschung. Was brauchen wir? Und? Ihr braucht meine Hilfe? Was ist es diesmal? Was ihr wollt? Ich mach's. Ihr braucht meine Hilfe? Was ist das? Lasst mich dir gefragt trotzdem. Habt ihr ein Ziel? Und? Was verlangt ihr von diesem? Helft mir, euch zu helfen. Okay. Ich glaube, das lief ganz gut. Ich habe jetzt auch super viel Zeug gerade. Hoffentlich taugt das was. Was ist es diesmal? Ja. Jetzt aber langfristiger Plan. Wir brauchen Tech 3. Wir müssen höher tacken. Das ist ultra scheiße. Macht schon. Okay, das ist jetzt natürlich schlecht für ihn. Was verlangt ihr von mir? Was ist es? Da hat er keine Chance. Nun macht schon. Braucht ihr Hilfe, Mensch? Hoffentlich taugt das ihr braucht meine Hilfe. Ich habe keine Angst. Was verlangt ihr von mir? Nun macht schon. Braucht ihr Hilfe? Hallo? Das wäre auch gut. Das hat mich gefragt. Ach, ich hasse das immer. Auf euren Befehl. Ja noch was. Was verlangt ihr von mir? Da hab ich ja noch was. Sagt das Zauberwort. Und da hab ich auch noch ich bin was. Euer Schütze. Was ist? Richtig. Ja, auf euren Befehl. Was ist es diesmal? Was verlangt ihr von mir?
Nun mach ich schon. Habe keine Angst. Was braucht ihr? Okay, ich glaube, wir können ihn besiegen. Meine Hilfe? Ich glaube, wir können ihn ganz gut besiegen. Ja, mein Lord. Was verlangt ihr von mir? Auf euren Befehl. Okay. Was ist es, ich habe keine Angst. Fein. Helft mir, euch zu helfen. Frau Schon, was ihr wollt. Ist meine Hilfe vonnöten? Natürlich. Macht schon. Was darf sein, Hitzkopf? Auf euren Befehl. Und wieder sind die Elfen dran. Was für eine gute Idee. Was ist der Ziel? Oh nein, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh Mann, bin ich dumm. Oh Mann, bin ich dumm. Und? Was auch immer. GG. Naja. Naja. Puh. Okay. Gut. Ah, fuck, ich wusste genau, dass. Ich habe ihm extra Heiltränke gekauft beim Paladin, weil ich wusste, dass er in Gefahr ist. Nicht dran gedacht. Ja, gut, dass er Heiltränke gekauft hat. Dankeschön. Okay, Freunde, wie spät ist es? Okay, es ist kurz vor 17 Uhr. Das heißt, so wie ich das sehe, müssen wir jetzt aufhören, oder? Ist das richtig? Oder kriege ich meine geklaute halbe Stunde noch irgendwo her? Leider nein. Alles klar, gut, ich habe eine Menge Witze auf Lager. Das ist gut, denn unter anderem, für alle, die es noch nicht wissen an der Stelle, heute kommt schon Verflixte Klicks. Völlig richtig gehört, Verflixte Klicks läuft donnerstags. Donnerstags läuft aber jetzt Verflixte Klicks wie immer um 19 Uhr, da könnt ihr dabei sein. Und morgen lohnt es sich auch einzustarten. Filmfights ist dabei und jetzt im Anschluss kommt noch irgendein Let's Play, glaube ich, ist eine feine Sache. Leute, was geht im Chat? Schlecht versus schlecht, schreibt jemand. Das ist doch mal schön zu hören. Ich habe schon gesehen, dass viele Leute betont haben, wie schlecht sowohl ich als auch Marco spielen. Das ist doch immer schön zu lesen. Dafür guckt man immer gerne in den Chat. Warum nicht mehr freitags? Da müsst ihr Lars fragen. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit für Leute, die freitags vielleicht ein Privatleben haben. Nochmal Donnerstag als schon. Tidi, du Noob. Sehr gut. Sehr gut. Wie wäre es irgendwann mit einer Runde Dota? Dota ist leider extrem ungünstig. Es ist einfach leider nicht gut zu spielen. Wir überlegen händeringend, wie man irgendwie Dota spielen kann. Aber Dota ist aus zwei Gründen nicht machbar, weil man 5 Leute braucht. Und zweitens, weil es unglaublich schwer ist zuzuschauen. Niemand checkt es. Niemand, der es kennt, checkt das Spiel. Es ist leider zu schwierig. Aber vielleicht kriegen wir es irgendwie hin. Ich meine, heute hat schon OG verloren. Ich bin eh schon in schlechter Laune. Was Dota angeht, aber vielleicht kriegen wir es irgendwo hin. Es ist nur leider problematisch, weil einfach 5 Leute zu viel sind. 5 Leute sind einfach zu viel. 5 motivierte Leute zu finden und damit anderen Leuten von externen ist immer halt so eine Sache, die kriegt man nicht immer zusammen. Cool wäre halt, wenn man irgendwie zusammen ein Team zusammenstellen könnte, aber das ist sehr schwierig. Und außerdem, es gibt über 100 Helden. Niemand checkt jemand, der das einfach zuschaut. Deswegen ist es wirklich problematisch. Von daher, tut mir leid, weiterhin, ja, super schlecht gespielt, du Noob, Kack-Noob, ja, vielen Dank. Das ist doch immer schön zu lesen. Du kannst ja alleine spielen, aber Dota alleine spielen ist halt leider einfach total witzlos, so, weil es ist schwer und jetzt haben wir auch mal gespielt und es ist auch echt schwer, nebenbei zu reden. Man muss sich da echt hart konzentrieren, das ist schon eine gute Sache. League of Legends möchte ich nicht lesen hier im Chat, das hat hier nichts zu suchen. Wir sind ja ein ernsthafter Sender. Deswegen. Hatte überhaupt nichts zu suchen. Von daher, vielleicht funktioniert es irgendwann mal wieder, Dota zu spielen, aber es ist schwer. Es ist wirklich schwer. Es ist wirklich schwer. Aber ich habe Bock auf Warcraft. Vielleicht kann ich nächsten Donnerstag nochmal spielen. Ich baller mich die Leiter hoch und ich finde es total geil, dass Leute während des Spiels mir im Chat Sachen schreiben können. Ich finde es richtig gut. Das ist so eine richtige Coaching-Ebene, die eigentlich perfekt passt. Da kann die Community direkt eingreifen und direkt mich unterstützen und es ist ja auch gut, weil oft bei mir bei Warcraft ist oft das Problem, dass ich gar nicht genau weiß, was ich machen soll. Vielleicht könnte ich viele Dinge umsetzen, aber ich weiß einfach nicht, was wann gut ist, wann jetzt wo oder ein Kampf gut gelaufen ist, wann man hätte kämpfen sollen. Deswegen ist es sehr schwierig. Mal gucken, vielleicht nächsten Donnerstag bin ich wieder am Start. Und spiel Warcraft. Ich würde mich gerne die ganze Leiter hochballern. Einfach so. Ich habe heute schon gemerkt, ich hätte ehrlich gesagt, es ist viel leichter, auf Level 1 anzufangen. Aber gut, ich habe auch nicht gut gespielt. Aber naja, mal gucken. Vielleicht funktioniert das beim nächsten Mal besser. Marco schreibt nichts mehr. Marco ist
Marco ist raus. Aber ich glaube, Marco hat auch schon eine Weile nicht mehr gespielt. Von daher, es ist okay. Ich meine, beim nächsten Mal können wir vielleicht Handicaps nehmen oder so, dass ich auf 70% spiele oder so, damit es für ihn mal okay ist. Deswegen, vielleicht kann man da mal gucken, ob er was machen kann. Ansonsten gibt es ja noch andere hier in der Firma, die gerne Warcraft spielen. Florian dabei, Raphael auf jeden Fall. Vielleicht kann ich die mal nächstes Mal herausfordern. Vielleicht ist das eine Herausforderung. Ich meine, es ist natürlich schwer für jemanden wie mich, da noch irgendwie eine Herausforderung zu finden, irgendwas, was sich kitzelt. Weil irgendwann an der Spitze ist es halt einsam so. Und wenn du halt der beste Warcraft-Spieler der Welt bist, ist halt schwer irgendwie zu gucken und dann, ja, spielt mal aus Mitleid halt mal gegen so Marco oder sowas. Deswegen ist es schwer. Wie bitte, was sagst du? Alles klar, dann gebe ich jetzt gerne ab an Gregor. Ihr bleibt daran, danach einfach dran, ist es überhaupt kein Problem. Dann könnt ihr heute Abend noch verflixte Klicks genießen. Und morgen seht ihr Filmfights. Es wird ein geiles Wochenende, glaube ich. Und jetzt wünsche ich jetzt viel Spaß mit Gregor. Macht's gut, ciao.